So Leute, zurück zum Endkampf. Was heißt zurück zum Endkampf? Willkommen beim Endkampf. Ich habe das vorherige Level nochmal gemacht, weil ich mit der Munition, die ich hatte, nicht klargekommen bin. Der Gegner ist nämlich... vielleicht seht ihr es. Verdammt. Okay, es betäubt etwas stärker als alle anderen bisher auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Vom Hauptraum aus gesehen gibt es vier Gänge. Dort sind die vier Entwader-Artefakte versteckt. Und wir müssen sie holen. Ich speichere lieber erstmal. Wir müssen sie holen. Das Spinnenvieh möchte uns davon aus abhalten. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden es niedermähen. Noch ist es unsterblich. Es ist nur immer kurz betäubt. Nach jeder Menge Schuss, ich glaube, wenn man nur Pistolen hat, ich schätze mal, ballert man gut 15 Minuten, bis er das erste Mal betäubt wird und das viermal. Jo, einstündiger Endkampf. Kein Problem, Core Design. Kein Problem. Okay. Laufen wir hier durch. Wir haben das zweite Artefakt. Ich werde es jetzt so machen, ich werde speichern und ich werde mich immer zurückmelden, wenn ich es nochmal geschafft habe, ihn zu betäuben. Erstmal werde ich gucken, ob er feuert. Tut er nicht, okay. Seine Schüsse sind, wie ihr eben gesehen hättet, unausweichlich. Er schießt und wir sind tot, egal ob er trifft oder nicht. Anders erklärt, es sind Lenkgeschosse. Man kann ihnen nicht ausweichen, sie verfolgen einen. Durch Wände hindurch, durch alles hindurch. Man kann also nur darauf hoffen, dass er nicht auf die Idee kommt zu schießen. Was er jetzt gerade nicht tat, okay, dieses Artefakt. Ja genau, stell dich davor, Lara. Das wollte ich von dir. Deshalb habe ich dich davor positioniert. Verdammt, das war ja meine Schuld. Egal. Speichern. Und auf zum letzten. Wo ist das letzte? Okay, dort ist es. Los, stirb. Nein, stirb nicht. Du kannst ja nicht sterben, aber sei betäubt. Fühle dich betäubt. Ich habe gedacht, im vorherigen Level treffe ich bestimmt gut auf 40 Desert Eagle Schuss. War nichts. Es war nur knapp. Ihr habt es gerade eben gesehen. Ich glaube knapp 20. Gerade mal die Hälfte des Erhofften. Aber okay. Ich habe wahrscheinlich auch eine Menge übersehen. Okay, Versuch Nummer 2. Bam, 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 bam. Fall um. Ich habe von jeder Waffe nicht mehr genügend Schuss, um ihn komplett zu töten. Ich habe jetzt noch... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt noch 0 Schuss mit irgendeiner anderen Waffe. Probieren wir es aus. 0, 0, 0. 3. Okay, Harpune. Es wird ja wohl kaum so sein, dass die Harpune mir das Leben rettet. Natürlich, so war es nicht. Ich habe noch 3 Schuss mit der MP5. Das ist total sinnlos, aber ich verballer sie wenigstens. Und bam, bam, bam. Warte mal. Wir haben es geschafft. Okay. Der Endboss wäre damit besiegt. Erstmal speichern. Wir müssen jetzt irgendwie aus dieser Höhle rausklettern. Und ich weiß nicht mehr, wo das... Da wären Leitern. Sind die Leitern überall? Nein. Okay. Es ist wohl dieser eine Abschnitt des Levels hier. Hoch da. Lara, kletter hoch. Du bist kurz vor dem Ziel. Ich glaube, ich komme da gar nicht drauf, wo ich hin müsste. Jetzt links von mir. Nein. Kann ich. Ich kann auch nicht nach hinten gucken. Okay. Kamikaze! Wow. Klappt ja sogar mal was. Probieren wir es aus. Und jump.
Ging besser als erwartet. Speichern erstmal. Okay, eine Höhle. Die wird mich vor dem Ende jetzt aber auch nicht aufhalten. Schließlich kann ich immer noch kriechen. Egal wie oft du stirbst, du kannst immer noch kriechen, laufen, springen, schießen. Okay, klettern wir über den ganzen Raum hinweg. Also als hier am Ende hätten sie sich irgendwie auch sparen können, oder? Ich hätte es passender gefunden, man besiegt den Endboss und dann kommt eine Videosequenz und dann die Credits. Okay. Aber hier kann man nicht wirklich sterben. Wenn ich mich recht erinnere, kommen am Ende auch keine Gegner mehr. So. Wäre irgendwie fatal, mit einem Leben jetzt noch 6 Flammenwerfer-Typen und Sturmgewehr-Typen auf einmal zu besiegen oder so. Okay. Die wird es aber nicht geben. Stattdessen ist das hoffentlich der Weg weiter oder ich springe in meinen Tod. Ich hoffe natürlich auf Ersteres. Hoffen ist gut, speichern ist besser. Und rüber da. Komm, Lara, streng dich an. Irgendwo hier in der Nähe muss das Leveltor endlich kommen. Roll, roll. Ist ein langer Weg nach unten. Sag mal, wieso muss man so lang rollen? Was haben Sie sich dabei gedacht? Egal. Und um die Ecke. Erstmal speichern. Okay. Nochmal 2 Stunden im Level festhängen. Yay! Mit 0 Schuss und 0 Extrawaffen. Okay. Ja, genau. Schieß deine 3 Schüsse und ich bin sofort tot. Das kennen wir doch. Wir haben es schon so oft miterlebt. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, los. Okay. Wenn das hier klappt, fresse ich einen Besen. Wenn ich Glück habe und immer genau dann springe, während er nicht zielt und demnach nicht schießen kann, dann habe ich eine Chance, den Gegner zu besiegen, aber auch nur einen. Dort sind mindestens fünf. Die Flammenwerfer-Typen nicht vergessen. Einer ist tot. Speichern. Der andere greift noch gar nicht an. Ist mir ein bisschen unsicher, jetzt zu speichern und dann nachher enttäuscht zu sein, dass der andere mich so oder so. Okay. Okay. Ich habe den anderen genauso im Visier wie den ersten. Theoretisch müsste es mit dieser Taktik klappen. Das hier ist unglaublich, was ich hier gerade mache. Ich besiege 2 Typen, die jeweils nur einen Schuss bräuchten, um mich zu besiegen. Und die ganze, was weiß ich, 50 Schuss von mir fressen. Besiege ich einfach mal so mit einem Lebenspunkt. Okay. Nein! Kommt nicht mehr. Sag mir nicht, dass er mir aus dem Ziel gelaufen ist. Speichern. Okay. Er ist tot. Er ist tot. Medi, 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 Medipack! Großes Medipack! So Leute, ihr seid gearscht. Speichern, oder? Ja klar. Großes Medipack. Mein Leben ergibt wieder einen Sinn. Warte, es war doch. Ja, das Flammenwerfer. Aber nicht mit mir, Jung. Nicht mit mir. Und den auch noch. Das ist Lara Croft gegen 4 Typen. Ohne. Irgendeine 5 Typen ohne irgendeine Waffe. Ohne Leben, meine ich. So. Das ist Lara Croft, wie man sie kennt und liebt. 10 Schuss, okay.
Nichts da. Ha, speichern besser. Okay. Holzblatt. Ja, genau. Er ist weg. So, und ich glaube, dort ist auch schon das Ende. Wir müssen jetzt nur noch durch das über das Gitter, glaube ich. Oder einfach nur hier stehen bleiben. Ich glaube aber, wir müssen über das Gitter. Ging es hier hoch? Ihr könnt gar nicht... Na toll. Ihr könnt gar nicht verstehen, wie ich mich gerade fühle. Da geht's rein.